Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde X4. Was wäre denn wir heute tun? Ich bin mir noch unschlüssig. Okinawa, Forschung. Vielleicht einfach die Antimaterie-Zellen liefern? Ich weiß gar nicht, habe ich. Hat dieses Schiff hier überhaupt irgendwelchen. Laderaum? Ich glaube nicht, ne? 270. Wo kriegen wir denn Antimateriezellen? Ja, ich habe hier keine Credits. Also, ich muss erstmal Geld machen. Und das machen wir. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Jetzt kann ich sich jetzt hier, wo die Fraktionen immer miteinander kämpfen, ich glaube schon, ne? Ich werde mich mal dahin bewegen. Eingeschaltet. Und dann gucke ich mal, ob ich vielleicht übers Looten ein bisschen Geld machen kann. Brauche ich unter anderem auch nicht großartig kämpfen oder so. Sondern das machen da ja schon andere für mich. Drill, Mineralien, Angreifer. Und dann muss ich natürlich auch noch gucken, dass ich Ressourcen hier rüber schaffe. Mit dem Schiff. Der macht ja gerade nichts, aber auch dafür brauche ich dann eben Geld. Um den Bau hier weiter vorantreiben zu können. Also diese Sachen hier, die brauche ich schon. Das hier, das kann eigentlich weg. Das würde ich anders machen wollen. Erreiche System. Nukleus Glück. Dann brauche ich halt auch nicht mehr ganz so viel. Aber immer noch 4.418.000 stehen da nur zur Verfügung. Aber ich kann ja auch mir das Geld erstmal wieder zurückholen. Muss ich natürlich auch noch bestätigen. Also so ein Schiff gibt es da auch nicht. Das kann ich schon mal, bevor ich das vergesse. Kann ich ja schon mal eins ranholen. Da von den Teladi zum Beispiel. Kostet auch Geld. Erreiche System. Anspruch des Pontifex. Und dann würde ich mit dem hier zurück in der Erreiche System. Baulager. Gesegnete Vision. Das ist der Schürfer. System, reiner Blick. Ach, der macht ja noch. Ja, ja, stimmt. Der macht ja noch eine Mission für mich. Der kauft ja noch etwas ein. Und bringt es woanders dahin. Das habe ich schon wieder vergessen. Erreiche System, weiter Kontakt. Brauche ich nicht. Autopilot ausgeschaltet. So, wo bin ich denn? Hier. Aber tatsächlich gibt es. Könnte ich ja noch versuchen abzufangen, ne? SE.
Ach Gott, er ist so ein Highway gegangen. Dann natürlich nicht. Xenon gesichtet. So, ich wollte hier eigentlich ein bisschen Loot finden, aber hier ist nichts zu holen. Mal, ob er bei den Xenon mitkämpfen kann. Können gegen die Xenon. Haar. Ein Haar? Aber das wäre natürlich cool, wenn das Ding in die Luft fliegt. Helios, Verteidigungsdrohne. Ich schätze hier mal eher nicht. Das wäre schon cool, weil für einen K brauche ich quasi die Energiematrix. Und die müsste ich dann quasi einsammeln. Und dann könnte ich irgendwann eben Xenon-Technologie erforschen und beispielsweise meine eigene H damit ausrüsten. Aber ich denke mal nicht, dass der hier noch abgefangen wird. Würde bedeuten, wir bräuchten hier quasi eine Flotte. Das weiß ich nicht, ob wir sie da haben. Beziehungsweise die Sensorenbündelfabrik. Die Republik. Ha. Muss jetzt eigentlich gleich mal langsamer werden. Oder rauscht der so durch? Ah, der rauscht so durch. Es gibt keine. Ah, doch, da kommt ein anderer Zerstörer. Aber mir fällt da gerade etwas ein, was man noch machen könnte, was mir noch fehlt. Und das ist einen Alarm erstellen. Ich möchte allgemein eine Alarmierung haben. Ich glaube. Ja, einfach mal mit dem Ton. Machen wir es mal so. Und galaxieweit Klasse hinzufügen. LXL. Nicht alle. Und Zweck ist wurscht. Wir fügen aber die Xenon hinzu. Xenon XL entdeckt. So, und ab sofort müsste ich eigentlich eine Alarmierung bekommen, wenn sein Schiff irgendwo auftaucht in Sichtweite. Behemoth, E. Ah, ernsthaft. Der Behemoth ist schwächer? H. Behemoth, E. Verteidigungsdrohne. Nicht da durchfliegen würde. Ich sag kaum. Ist keiner mehr hier. Okinawa. Behemoth. E. Der ist noch hier. Aber hier gibt's Loot.
ganz kurz gucken. Dann möchte ich das hier mal eben auf inaktiv setzen. Hier war doch irgendwo Loot. Ich hab gerade auf der Map gesehen. Aber apropos Loot. Haben wir hier eine Werft? Nee, ne? Großkampfschiffe will weg. Wir kaufen uns mal hier so einen kleinen. Den? Nee, wir nehmen. Nehmen wir euch den hier. Das reicht eigentlich. Schilde hätte ich dafür gerne mehr. Waffen vielleicht gar keine. Und dann nehmen wir einen Piloten und nehmen vielleicht Marinesoldaten. So. Ohne Waffe. Und den werden wir als Lootgeier einsetzen. Danke für Ihre Hilfe. Jetzt habe ich ein paar Credits bekommen. Jetzt will ich einmal. Speichere das nochmal, damit ich das mit dem kleinen Schiffen, die ich gleich nochmal machen muss. Erreiche System Argon Prime. Okay, kein Xenon und zu sehen. Der hätte jetzt ja eigentlich. Mein Gott, wo bin ich denn schon wieder? Ich habe schon wieder die Tastenkombination vergessen, das zu zentrieren auf mich selber. Aber das ist tatsächlich nichts. Nichts zu entdecken. Okay. Da kommt er. Hat wunderbar funktioniert mit dem Alarm. Ha. Aber lange gedauert, bis er aufgetaucht ist. So, jetzt würde ich mir wünschen, da kommt eine. Eine Argonenflotte. Jetzt kommt aber nur ein Cerberus. Muss unbedingt mitkriegen, wenn so ein Ding kaputt geht. Ah, da kommen mehr Jäger. Stoppen. Müssen wir einmal in Reichweite geraten. Und einmal drauf feuern. So. Und weg. Hauptsache, wir haben ihn kurz mal gestoppt. Transporter. Cerberus, Angreifer. Und das ist Cerberus. M. Jetzt greift er an. Sehr Hazard. Schön. H. Damit lasse ich Sie nicht davonkommen. Gut, das beobachten wir ein bisschen. Sichere Entfernung. Dann schnapp ich mir mal eben ihn hier. Und dann hoffe ich, dass der zumindest ein Sterne. Naja, dann nicht. Mist. Komm, was? Verteidigungsdrohne. Komm alle zu mir. Okay. Aber ist ja nicht schlecht.
mir folgen, dann haben meine in Anführungsstrichen Verbündeten ein leichteres Spiel. Das ist natürlich jetzt scheiße. Wenn ich wieder mein Schiff verliere. Ja, nee, das macht keinen Sinn. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Ja, fliegen trotzdem nochmal durch. Erreiche System Argon Prime. Machen wir das nochmal ähnlich. Wir werden dann wieder abfangen. Ha. Vielleicht ein bisschen weiter da hinten. Wieso sind hier weitere? Kämpfe schon? Warum kämpfen die schon? Gegen wen kämpfen die? Elite, Angreifer. Ha. Okay, ist schon mal etwas anders als gerade eben. So, wenn ich das richtig gesehen habe, muss ich, glaube ich, den hier. Kann ich helfen? Ach, ja doch, Steuerung war das, ne? Ja. Dann gehen wir mal zurück. Dann nochmal zurück. Und aus. Und dann müsste ich dir eigentlich das Verhalten geben können. Jetzt heißt ja Quatsch. Wiederholungsbefehle. So. Bestätigen. Der kommt gefährlich nah. Blutgeier, den schicken wir mal. Mal das jetzt hier hin. Und hier soll er Container einsammeln. Ja, doch schon hier im Gebiet. Und wenn er damit fertig ist, dann soll er hier andocken und. Ja doch, dann soll er ruhig hier andocken und warten. So. Hier ist er. Geben wir noch jetzt Gas. Fordere umgehend Verstärkung an. Speichern jetzt mal hier. Und dann locken wir die Drohnen mal hier entlang. Verteidigungsdrohne. Ha. Wieder stoppen. Aufpassen. Wegen der Geschütze. Behemoth, E. Komm mal, da kommt ein Behemoth. Mammut, Angreifer. Das werden Sie bereuen. So, und jetzt gibt's hier wohl doch schon wieder Loot. Wo sind wir denn jetzt? Gott, oh Gott, oh Gott. Argon Prime. Blöd.
weg. Dass der auf mich schießt, macht natürlich keinen Sinn. Boah, wow. Soll auf den Behemoth schießen, genau. Jetzt macht er das auch. Behemoth, ha. Sehr schön. Fordere umgehend Verstärkung an. Keine weiteren akonischen Schiffe hier. Verteidigungsdrohne. Jetzt einfach ab. Verteidigungsdrohne. Ja, dann lässt sich der Behemoth ablenken. Seinen Verteidigungsdrohnen, dann müssen die natürlich weg. Mammut, Angreifer. Also unser Schiff springt schon wieder dahin. Ah, verdammt. Verteidigungsdrohne. Es wäre so schön gewesen. Unbekanntes Schiff. Verteidigungsdrohne. Ich glaube, der kommt ein nicht ganz so witziges Schiff. Platz machen. Meine sehr nicht schön, wenn der dann dafür kaputt geht, aber. Verteidigungsdrohne. Lieber der als ich. Vorbeigesaust. M0. Ja. Das hell ich. Hammer, E. Da kommt noch einer. Ja, der darf der nicht abhauen hier, ne? Da musst du wieder aufstehen. Ach, verpiss dich! Eclipse, Angreifer. Verdammt, M0. Uiuiui. Muss ich nicht schießen? Genau, hier gibt es genügend verbündete Schiffe. Verteidigungsdrohne. Fordere umgehend Verstärkung an. Das Ding schießt tatsächlich auf mich, ne? Wahnsinn. Cerberus, Angreifer. Gordes. Gottes. Bullion. Oh, ist schön, der ist unter Feuer. Oh, nice. Behemoth. Eins. E. Gottes. Der wird wahrscheinlich gleich noch. Das ist ein Träger, okay. Behemoth. Der feuert e. auch. Nein. Dann werden die anderen beiden jetzt auch noch kommen. Minotaurus, Angreifer. Das ist ein Minotaurus und die drüben waren eigentlich noch zwei Behemoths. M9.
Das wird schon eine schwere Nuss sein, fordere, ne? Fordere umgehend Verstärkung an. Fällt aber gerade auf, da ist schon Loot. Hier hinten Geschütze. Komm schon, das kannst du doch sicherlich besser, oder? Schildge M0. Schildgenerator. Schildgenerator M0. Oder so? Nee. Kolossus E-M0. Oh, da macht schon... Verteidigung M0. Kurzen Prozess, ne? Schildgenerator. Oh, ist hier auch ein großes Kopf gegangen gerade. Verteidigungsdrohne. Der nicht auf mich schießt. Wir schießen da auf mich. Was auf mich schießt. Ich muss mal da weg. Verteidigungsdrohne. Drohne, okay. Wir warten immer noch auf Antimaterie. Ja. Kommt bald. Dass die Terraner, die derzeit der Station, alle Lieferungen behindern, um unseren Fortschritt zu blockieren. Falls Sie eine Lieferung organisieren können, tun Sie das bitte. Das wird unseren Zeit. Da ist keiner rankommen bei dem, ne? Das ist ja Wahnsinn. M0. Mammut, Angreifer. Kaputt. M0. Verteidigungsdrohne. Phonios. E-Gas. Verteidigungsdrohne. Das werden Sie bereuen. Wie können die den überhaupt schaffen? Ja, im Moment nicht dann raus, ne? M0. Fordere umgehend Verstärkung an. Ich habe eh keine Waffen gegen den. Verteidigungsdrohne.
60er-Schilde. Behemoth E. Ja, einiges an Loot. Hier. Das ist hier. Das wollen Sie nicht wirklich tun. Alles Schildkomponenten, also. Armen wir mal ein bisschen. Das sind aber nicht die lukrativen Sachen, die ich gerne hätte. Zum Beispiel gibt es ja diese. Was sind denn das noch? Das Eier? Nee, das ist jetzt gar nicht mehr. Irgend so ein Insektenkram. Illegal. Aber wertvoll. Sachen. Was ist das Ding jetzt abgehauen? Naja. Das war dann doch zu mächtig. Und da kommt noch was. Und da kommt noch was. Wahrscheinlich bei dem Wrack hier, oder? Beziehungsweise da drüber. Ah. War es direkt weg? Zu langsam. Hier müsste auch noch irgendwo was sein. Unter mir. Ne, über mir. Also das sind die Sachen, die kriege ich nicht mit. Ja, ärgerlich. Schiff ist auch ziemlich kaputt, ist auch ärgerlich. Und hier hat es nichts gebracht, die Drohnen kaputt zu machen. Ich weiß nicht, ob die Stationen zu weit entfernt waren oder so. Keine Ahnung. Warum nicht? Ja.
Eden, Argon Raumdock. Andocken darf ich noch nicht, aber. Ziviles genau, Schiff. Das, ja, bitte erlaubt es zum Andocken. Das darf ich ja machen. Behemoth, E. Nomad, Apollosos, E. Nomad, Quantum Röhrenfabrik. Okay, ich werde mal kurz was gucken, ob der schon irgendwie was hat. Na. Warum wird denn da nicht gekämpft? Wer wird das sonst immer gekämpft? Weg von den Stationen. Quantum Röhrenfabrik. Identifiziere kriminelle Schiffe. Jo. Kurzstreckentransporter. A. Nehmen wir mit. Zur nächsten Station. Nomad, Angreifer. Sonnenkraftwerk. Cerberus, Angreifer. Sonnenkraftwerk. Nix. Scordis. Nahrungsrationenfertigung. Bringen wir mal kurz darüber. War ich glaube ich auch schon mal, ne? Das ist wieder das Falsche. Ne, da war ich noch nicht. Aber gab es hier nicht gerade eben irgendwo so eine schöne Mission? Ignoriert habe? Wenn ja, ist sie jetzt auch weg. Oder war sie hier? Die gibt es ja, glaube ich, eigentlich nur da, wo ich bin. Argon Schiffswelt. Kenne ich jetzt eigentlich nur, um später mal sehen zu können, was die beispielsweise im Frachtraum haben. Dann weiß man ja auch, was sie brauchen, was sie nicht brauchen. Und später mal mit den Handel treiben möchte, sofern ich dann irgendwann mal darf. Okay, gehört habe ich nichts. Ausschlag ist hier aber.
Dann wird's wohl da oben sein, ne? Übertragung. Ich habe etwas Arbeit, die erledigt werden muss. Ich gehe mit diesem. Sind Sie an einem Auftrag interessiert? In der Regel nicht. Erlaubnis zum Andocken. Kommen Sie wieder vorbei, wenn Sie Ihre Meinung ändern. Schiff entern. Ziviles Schiff A. So, na das auch. Gehen wir mal darüber. Gucken. Gibt's auch noch nichts zu sammeln für ihn, wa? Danke für Ihre Hilfe. Quantum Röhrenfabrik. Minus 12. Ich muss hier auf mindestens minus 10, wenn ich gar da drunter bin. Ziviles Schiff A. Auch kurz getroffen, aber das... Das Aquädukt? Das kratzt die, glaube ich, nicht. Blindteilefabrik. Dann wieder weg. Danke für Ihre Hilfe. Kurzstreckentransporter A. Oh. Verschont uns. Ja. Wird nichts verschont. Blindteilefabrik. Sonnenkraftwerk. Weiter. Wichtig ist, dass sie blau werden. Also diesen pinken Feindstatus, der muss weg. Den muss ich wegkriegen. Shuyako, Verteidiger. Die pinken nicht gegeneinander. Danke. Sonnenkraftwerk. Ah, sind immer noch pink. Schlecht. Ziviles Schiff A. Nein, nicht lang. Also darf ich ja eh nicht, okay. Highway, weiter Quadric. Gehen wir da nochmal hin?
Danke. Jetzt sind sie blau. Kurzstreckentransporter A. Das war kein Signalton, aber... auf dem Radar gesehen. Nahrungsrationenfertigung. Hier würde ich... Obwohl, ne. Andocken abgebrochen. Das lassen wir mal. Wir nehmen uns gleich die... Wo ist sie? Ja. Ja, der falsche Sektor. Hier bin ich. Da. Die nehmen wir uns vor und landen da. Danke für Ihre Hilfe. Xenon gesichtet. N. Aber der ist so schnell. Obwohl, oder warte. Der hat dann Geschwindigkeit verloren. H. Nein, der H ist hier kaputt gegangen. Und ich habe das nicht mitbekommen. Oh, wie ärgerlich. Warum habe ich das denn nicht mitbekommen? Ja, vielleicht hätte der das nötige Teil gehabt, was ich brauche, um Forschung betreiben zu können. Ich kann natürlich auch meinen eigenen zerstören. Aber den will ich ja behalten. Ich will ja nicht ein neues entern müssen. Argon Raumdock. Andocken abgebrochen. Andock-Erlaubnis erteilt. So, und das am besten noch, bevor die Polizei kommt. Kurzstreckentransport. Ah, den nehme ich trotzdem noch mit. Den nehme ich mir trotzdem noch. Raumfliegeneier. Jetzt weiß ich wieder, wie das heißt. Was ich gerne finden würde. Manchmal liegen da so viele und 25 Stück davon zusammen. Die kann man dann verarbeiten in ein Produkt, was einem eine knappe Million bringt, wenn man es verkauft. Erfolgreich angedockt. So, erstmal Repair. Willkommen. Marco. Dann gehen wir mal kurz zum Händler. Versuchen schon mal ein bisschen was zu verkaufen. Danke für Ihre Hilfe. Gerne. Am besten. Oder gibt's das nicht mehr? Doch, es gibt auch Raumfliegeneier. Aber bei denen ja scheinbar nicht. Das verstehe ich nicht. Kann ich helfen? Bitte sehr. Ja, zeig mir mal dein Angebot. Das ist ja lächerlich, was man ansonsten so lootet. Na komm, kaufen wir jetzt. Wir kriegen ja auch ein bisschen Geld hier. Viel Glück da draußen. Da sind wir mit einem minimalen Plus nur hier rausgegangen. Aus der Geschichte.
Beziehungsweise wir haben natürlich ein bisschen Ruf gewonnen, ne? Ja, nee, ist klar. Oh Gott. Abdocken. Ja, ist mein Plan so ein bisschen. Ein bisschen dahin. Ich das alles nicht finde. So, was macht mein Transporter? Der ist noch auf dem Weg zum Verkaufen. Er hat aber die Teile dabei, ne? Ja, hier natürlich Teile. Sehr gut. Wenn der dann irgendwann mal angekommen ist. Dann versuche ich schon mal selber ein paar Teile zu kaufen, die ich brauche hier für die Erweiterung meiner Basis. Zum Beispiel wäre das hier das nächste. Computronik-Erweiterung, was aber eigentlich gar keinen Sinn macht. Ich müsste eigentlich auch das Ding hier erstmal wieder wegnehmen. Das Ding müsste ich auch erstmal wieder wegnehmen. Sei denn, mir kann irgendjemand verraten, wie ich hier die Reihenfolge gegebenenfalls verändern kann. So soll jetzt gebaut werden. Und dann brauche ich auch nicht mehr ganz so viele Teile. Und 280. Und dann kann ich zumindest mit dem ersten anfangen, das selber zu bauen. Oh ja, schon weit weg. So, was machen wir in der Zeit? Hier gibt es auch noch nichts zu looten. Warum wird hier nicht gekämpft? Kenne ich so nicht. Dann machen wir mal Folgendes. Wir werden uns mal auf den Highway begeben. Dann gucken wir mal. Der Highway würde hier lang führen. Das macht hier, glaube ich, keinen Sinn. Was ist das Ding da überhaupt kaputt gegangen? Ja, naja. Genau, begeben wir uns mal auf dem Highway nach unten. Ich habe jetzt nichts verändert, doch habe ich. Und dann gucken wir mal, ob es hier gegebenenfalls Konflikte gibt. Wo wir unser Lootgeier hinschicken können. Wo wir auch selber looten können. Wie gesagt, ich möchte eigentlich ein paar Raumfliegeneier einsammeln. Und ansonsten muss ich gleich mal beginnen, irgendwelche Escort-Missionen zu machen. Mammut, Angreifer. Und dann würde ich mir ansonsten einen weiteren Schürfer holen und den erstmal benutzen, um ja, andere. Ja, das wollte ich auch nicht. Alter. So. Durch die Seite, ja. Genau, ein Schiff holen, um da erstmal mit anderen Fraktionen zu arbeiten. Erreiche System, reiner Blick. So. Pause. Wir haben hier eine schöne Mission. Die ist halt auch relativ simpel.
relativ simpel und schnell gemacht. Ich wusste, dass ich... Autopilot eingeschaltet. Bringt aber auch nicht viel. Nemesis, Verteidiger. Schönes Schiff. Lass mich schon mal langsam abbremsen. Sondern da will ich hin. Ausgeschaltet. Jetzt muss man stark abbremsen. Unbekannt Feindmine. Unbekanntes Objekt. Feindmine. Na. Noch ein Schuss. Nemesis. So, das war das. Fanatiker zurückschlagen? Was war denn Fanatiker zurückschlagen? Ach, das war wahrscheinlich Pack der grünen Schuppe. Grünen Schuppe. Minen. So, ich glaube, hier ist ein cooles Gebiet zum... zum Farmen. Ich guck mal. Wie sieht das aus, wenn ich mir jetzt hier einen... Fordere umgehend Verstärkungen. Grill nehme. Okay, jetzt ist mein Geld auch fast wieder weg. Mal gucken, ob ich die Schilde nochmal runtersetze. Habe ich schon das Niedrigste und die Schilde runter würde nicht reichen. Den will ich nicht runter machen. Dann würde ich vielleicht erstmal die Service Crew runtersetzen. Ja. Also, wir brauchen eine Ressourcensonde und dann nehmen wir vielleicht noch einen erweiterten Satelliten, dann reicht das hinten und vorne nicht. Ja, keine Kompromisse. Ich nehme erstmal noch ein bisschen Geld ein. So viel ist es ja jetzt nicht mehr. Und ich glaube, er hier oder er hier. Ziel noch lange nicht erreicht. Der hat schon recht viel gemacht. Entferne alle Befehle. Du kannst gerne mal hier erkunden. Das macht gar keinen Sinn. So. Entferne diesen Befehl und dann einfach nur da rein. So, und wir helfen einmal ganz kurz, indem wir... Warte mal, ich habe ja noch eine Kit. Ich habe noch eine Kit. Was mache ich denn mit der Kit? Wo ist denn die Kit?
bei mir zu Hause. So, die soll einmal erkunden. Das ist zwar kein Scout, im herkömmlichen Sinne, aber durch eine Mod kann man das eben auch mit anderen Schiffen machen. Da fehlt zwar so ein bisschen der Sinn dann der Scout-Schiffe, aber ja, es stellt sich auch die Frage, warum andere das nicht können. So, wir fliegen mal da. Autopilot. Wollen wir das da oben erkunden? Gar keinen Fall wollen wir nochmal hier rein. Boah, da hatten wir die Haar geholt, ne? Also das war doch schon ein cooler Sektor. Autopilot ausgeschaltet. Warum? Kennst doch den Weg. Autopilot ausgeschaltet. Sprungtor, weiter Kontakt. Autopilot ausgeschaltet. Autopilot ausgeschaltet. Finde Weg nach Superhighway. Highway, weiter Kontakt. Highway, gesegnete Vision. Baldrick. Antriebsteilefertigung. Oder will der woanders lang? Ich weiß es nicht. Wunderbar, Partner. Sie haben mit dem Verkauf dieser Ware einen ordentlichen Gewinn erzielt. Das ist doch schön, dass der fertig ist, weil dann können wir jetzt das Schiff kaufen. Nehmen wieder die minimalen, außer hier. So, 553 und dann hätte ich, wie gesagt, gerne... Ist das Ding teurer geworden? Jetzt habe ich schon wieder kein Geld. Da nicht. Oh. Was habe ich denn noch dabei? Wo sehe ich das? Ist überhaupt irgendwas dabei? Ich habe einen erweiterten Satellit und ich habe Ressourcensonden. Okay, dann. Also mir trotzdem die Frage, warum der Autopilot ausgeschaltet. Autopilot das nicht findet. Hermes, Quantumröhrenfabrik. Dann bauen wir den trotzdem gleich und helfen mal eben beim Erkunden. Vorher gibt es ja hier vielleicht noch einen, wie nennt sich das noch? Den illegalen Verkehr. Das Kit. Genau, du sollst es da einmal komplett erkunden und dann habe ich hier, glaube ich, gerade genau eine Flotte entdeckt. Und da wundert mich, dass die nicht jetzt einfach mal hier hoch invasiert. Na ja, komm, nicht nochmal minen.
uns doch jetzt eigentlich hier durch, oder nicht? Erreiche System. Weiter Kontakt. Autopilot ausgeschaltet. Das geht ja immer noch nicht, ich werde verrückt. Eieieiei. So, nur ein System weit. Ne, zwei Systeme weit. Erreiche System, Argon Prime. Haben wir noch die illegale Ware an Bord, ne? Erreiche System, Adequas Entscheidung. So, und da müssen wir jetzt das Ding finden. Autopilot ausgeschaltet. Deswegen, weil er das Ding nicht kennt. Autopilot eingeschaltet. Eieiei. So, dann verlass mal den Autopiloten. Die Bahn, weil da wollen wir durch. Autopilot ausgeschaltet. Hier wird halt immer gegen die Xenon gekämpft. Hier gibt es also auch immer Loot. Da sind Raumfliegeneier. PE. Aber es ist halt auch gefährlich hier, ne? Das darf man dann halt nicht vergessen. Hier heißt hier so ein Luftschiff abzustellen. Gerade kaputt gegangen. Kolossos. E. B. Ich glaube, wir helfen mal kurz. M. Jetzt weit weg. Wir sind ein bisschen weggeboostet. Das ist dramatisch, weil der hat mir noch nicht das Ziel erkannt. Der Switch. An. Ah, ist schon viel unterwegs hier. Die kann ich dann auch oft nicht gebrauchen. Weil die in der Regel dann schon voll ist bei mir. Ach, das habe ich auch vergessen, gerade eben zu verkaufen. Damit macht man ja auch nochmal eine Masse Geld.
sagen, ich treffe den nicht. So, das ist was? Ja. Nicht gut. Ist auch kaputt. Guck ich nochmal, was mir hier hinterlassen wurde. Nichts Tolles. PE. Ich könnte hier zwar auch looten, aber dann müsste ich halt echt ein großes Schiff mit starken Schilden nehmen. Nicht gleich kaputt geht, wenn es mal beschossen wird. Fehlern gesichtet. Laserturm Mark 1. Wo ist ein Laserturm? Nicht so dramatisch, gibt aber Geld. Geld und vielleicht ein Zuruf. Die sind da reingesprungen. Okay, möchte ich gar nicht wissen, was da los ist. Möchte ich natürlich doch. Fliegen wir einmal ganz kurz durchs Tor. Gefahr. Gefährliche Rückerreiche System. Tarkas Zusammenbruch. Okay, da gab es auch den Alarm für ein Großkampfschiff. M. Das K. Da ist noch ein K hinter mir. Gleiche System. Adäquats Entscheidung. Bin ich alleine? Ja. Das ist auch nicht gut. Also fliegen wir erstmal da in die Richtung. Ach, guck mal, machen die auch. Sehr gut. Hey. Von dem ich angreife. Und gerade das Signalhorn dazu. Den ziehen wir uns einmal ganz kurz ein bisschen. Obwohl, den würde ich schon gerne noch machen. Danke. Thank you.
da jetzt nicht aufs Korn? Oder warum dieses Manöver? Aber wir sammeln weiter ein. Raum für die Eier 1 von 25. Ich werde gut. Sprungtor. Tarkas Zusammenbruch. Kann ich nicht. PE. Zyklop. Wieder Munition. PE. Ich habe welches Ziel. Ach, aber. Das ist natürlich doof, wenn man vor der Schilder gepusht hat. Na gut. Machen wir mal normal weiter. Also eigentlich gibt es hier was zu tun für dich? Nee, ne? Immer noch nicht. Ein Loot-Schiff ohne Loot. Das da, wo sonst eigentlich immer was ist. Erreiche Atikwas Entscheidung 3. So. Und stopp. Atikwas Entscheidung 3 kriegt von mir jetzt einfach mal eine Ressourcensonde. Ist aber schlecht. Ich hatte hier auf ein bisschen Nividium gehofft. Unbekannte Station. Quatsch, Silizium. Ist aber auch schlecht von der Dichte her. Ja?
Helium-Raffinerie. Könnte man natürlich direkt das Helium abliefern. Da muss ich aber den Helium-Miner kaufen, beziehungsweise den Gas-Miner. Wäre natürlich auch eine Option, aber Helium ist im Grunde nichts wert. Diese Asteroiden. Aber ein Ausrüstungsdock. Holo Eisraffinerie. Gut, jetzt können wir einmal die. Andockerlaubnis erteilt. Kurzstreckentransporter A. Warten wir mal auf den Start. Eisraffinerie. Geht. 30% erreichen. Mache ich aber in der Regel so um bei 30% Scan einer Station reicht, damit man eben relativ schnell in den Lagerbestand gucken kann. Ich glaube, ich habe in der Zwischenzeit eine weitere große Geschäftsgelegenheit gefunden. Lassen Sie uns wieder zusammenkommen. Sie wissen, dass die Station die Ware ist. Stationen in Habgier vor Schäden durch die Flut schützt? Nun, wir befinden uns auf einer Station, die sich keine Lieferung für die nächste Flut leisten kann. Schlecht verwaltete Stationen wie dieses sind eine großartige Gelegenheit für Profite. Nee. Die Manager müssen suboptimalen Geschäften zustimmen. Eis, das ermöglicht uns, günstig zu handeln. Er spricht derzeit mit Brantley North River, dessen Unternehmen sein patentiertes Beschützion herstellt und vertreibt. Lassen Sie uns hineingehen und sehen, wie sich das entwickelt. Wenn es nicht gut läuft, haben wir eine Gelegenheit, Ihnen das Geschäft unseres Lebens anzubieten. Danke für Ihre Hilfe. Argon Ausrüstungsdock. Das natürlich auch noch mal kurz an. Autopilot eingeschaltet. Autopilot ausgeschaltet. Nicht Autopilot. So, und dann bewegen wir uns, glaube ich, mal da hoch. Wenn du da fertig bist, kannst du direkt hier weitermachen. Und dann dort. Wird gekämpft, warum wird hier gekämpft? Freibeuter ist. Minotauros, Plünderer. Von grüne Schuppe. Geht erst weg. Hör auf zu viel zu quasseln. Dann klappt das Fliegen vielleicht auch besser. Ihre Worte beeindrucken mich nicht. Ich könnte ja da einen Satelliten hinstellen, hier einen Satelliten hinstellen. Und dann vielleicht auch noch hier drüben. Und ja, mal gucken. Sonne Helium. Ja.
ja. Das ist ja doch etwas lächerlicher als gedacht. Gut, dann fliegen wir mal kurz dahin. Dann würde ich tatsächlich... Autopilot eingeschaltet. ...einen Gasminer nehmen. Was kostet der eigentlich hier bei mir? Also da... Am Labor war es ja nicht. Ausrüstungsdock. Schiffswerft. Wo haben die denn noch ihren... Habe ich nicht bei denen Schiffe gekauft? Gibt's ja scheinbar nur die... Nur hier. Was kostet mich hier ein M... Ne, nicht Mineralien, sondern Gasschürfer. Wahrscheinlich mehr, ne? Autopilot ausgeschaltet. Dürfte jetzt schon wieder nicht mehr reichen. Ja, das ist Quatsch. Ja, ja, der Autopilot, der dreht auch schon wieder durch. Bei den Teladi, wenn ich da einkaufen würde, das wäre der hier. Die Honigfresse. Mit den Schilden groß probieren. Vielleicht sogar mit Waffen. Und einen Captain mit Servicemannschaft. Okay. Und wenn ich jetzt die Waffen weglassen würde... Ja, okay, so weit kann ich gar nicht runterkommen, dass ich mir direkt zwei kaufen kann. Oha, der hat zwei Schildplätze. Dann ist jetzt eh nochmal teurer. Ich will bloß den Teladi-Captain eigentlich nicht haben. Aber die kann ich mir nach und nach austauschen. In meinem Imperium gibt es nur menschliche Kapitäne. Und am besten hier von den Pius mit der dunkleren Uniform. Das passt halt mehr, ne? Zum Bruderschaft. Okay. Helium nimmt gerade zu. Wasserstoff nimmt ab. Warum? Also das ist so ein... Alles klar. Gut. Da, wo ich jetzt bin... Stehe ich gut da? Ja. Da würde ich jetzt nochmal einen erweiterten Satelliten aufstellen. Und dann würde ich hier nochmal zwischenfliegen. Autopilot eingeschaltet. Da auch nochmal einsetzen. Und wenn der Schiffer dann fertig ist, das ist er, dann holen wir ihn hier rüber, beziehungsweise wir gucken uns erstmal den... Der Captain ist eigentlich ziemlich egal, was das angeht. Wir können nämlich hier... Quatsch. Also, Honigfresser. Information verhalten. Nicht Position halten. Sondern... Lokaler automatischer Bergbau. Dann werden wir uns jetzt für
anmachen, ist 38. Autopilot ausgeschaltet. Ist die Eisfabrik. Eis sind 26. Fangen wir mit Helium an. Und machen das aber hier in Hattikwarts Entscheidung 3. Bestätigen. So. Jetzt haben wir hier schon mal Satelliten. Nur noch mal die Stationen finden. Nicht falsch, nein. Nein. Da. Leitsystem. Autopilot eingeschaltet. Jetzt gehen wir es noch mal etwas genauer und das ist dann für den Honigfresser. Werde ich natürlich noch umbenennen. Das weiß noch nicht wie. Und da gucke ich jetzt nach den Preisen und so weiter nochmal. Beziehungsweise die werden schon aktualisiert, aber auch nach dem Lagerraum und so weiter. Das heißt, das Ding werde ich nochmal ein bisschen scannen. Autopilot ausgeschaltet. Und dann weiß der Honigfresser auch, was da Phase ist. Tourboss A. Nehmen wir auch noch mit. So, dann haben wir das schon mal geschafft. Und dann würden wir. Ich habe gleich auch noch eine Helium dahin. Autopilot eingeschaltet. So, und mit einem Stufe 0 Captain kann man zwar eigentlich nur im eigenen System handeln, aber dass die beiden hier zählen in dem Fall dann quasi als eines. Das heißt, der Captain hat zumindest die Wahl zwischen dem und dem hier oben. Wo er denn handeln möchte. Ja, und damit haben wir da auf jeden Fall schon mal die erste passive Einnahmequelle mit ihm hier. Und dann müssen wir so mal gucken, wo ist denn jetzt unser. Unser nicht zugewiesener Transportherr. Der hier, ne? Antigo Memorial ist hier. Sehr gut. Erreiche Hattikwars Entscheidung 1. Der darf am Pferd. Ich kann das nämlich alles nicht mehr sehen. Der darf mal dahin fliegen und warten. Erreiche System. Stiller Zeuge. Damit er hier schon mal die nächsten Sachen hierfür einkauft. Das war ja nicht viel, ja. Was war das jetzt noch? 200. Ja, okay, nicht 300 von jedem mitnehmen. Erreiche System. Adäquats Entscheidung. Wobei ich aber nicht weiß, wie teuer das ist. Danke für Ihre Hilfe. Jetzt muss ich mal gucken, wenn ich da jetzt fliege. Macht ja eigentlich vielleicht mehr Sinn. Wie weit ist der Radius von so einem. Von dem hier? Ja, schon recht groß. Das
wenn ich hier hinfliege. Dann müsste ich eigentlich alle diese Stationen reinbekommen. Leerer Raum. Autopilot ausgeschaltet. Jawohl, bleib drin. Und jetzt nochmal. Helium-Raffinerie. Zur Helium-Raffinerie. Ja, erstmal ankommen, dann scannen. Was denn hier? Komm. Ach. Das Ding hier nochmal. Und das. Undock-Erlaubnis erteilt. Dann docken wir da mal an, verkaufen mal ein bisschen was. Obwohl, warte, das macht keinen Sinn. Das ist ja viel besser. Autopilot eingeschaltet. Aber da können wir auch gleich die ganzen Raketen verkaufen, die uns da. Sozusagen in die Hände gefallen sind, die vom LKW gefallen sind. Die können wir da wieder verkaufen, das gibt dann auch ordentlich Geld, dann müsste ich eigentlich genügend Geld haben, um das Material für meine Station zu kaufen. Das mache ich jetzt einfach mal manuell. System, Argon Prime. Weil die Stationen, wo man was kaufen kann für meine eigene Station, sind einfach für meinen Manager viel zu weit entfernt, als dass der da einkaufen könnte. Und dafür musst du erstmal ein bisschen aufleveln. Ich weiß gar nicht, ob das dann überhaupt geht auf die Entfernung. Kann auch sein, dass ich dann so Zwischenstationen bauen muss. Zwischenlager. Autopilot, Argon Raum Dock. Undock-Erlaubnis erteilt. Das würde ich gegebenenfalls eh auch machen, so einzelne Stationen nochmal. Willkommen! Und da, gucke mal da. 26 Raketen kann ich insgesamt tragen. Und die sind tatsächlich voll gewesen. Naja, immerhin 26.000 Credits. Aber dafür kann ich dann ja mal direkt das. Ja, nein. Wir lassen das erstmal so. Ich muss erstmal Geld verdienen. Marco. So, geht hier irgendwas? Nö. Ah, jetzt zeigt das erst
weil ich raumfliegende Eier habe. Dann sieht man hier, 1 Million würde man dafür bekommen. Das ist normalerweise total einfach, die zu farmen. Hallo, kann ich helfen? Aber irgendwie... Bitte sehr. Dafür haben wir aber hier was Nettes bekommen. Viel Glück da draußen. So, und dann... mit Absicht nicht direkt eingestiegen, weil ich hier nochmal so eine Person treffen wollte. Was wollen Sie? Muss ich mal gucken, wenn ich... Kann ich den hier? Kann ich helfen? Ende und aus. Den wollte ich gar nicht. Kann ich helfen? So, und dann nehme ich Sie hier. Als Captain. Vielen Dank. Ich werde mein Bestes geben, um Ihr Vertrauen in mich zu rechtfertigen. Dann gucke ich mir nochmal an, ob das noch drin ist. Ja, das ist noch drin. Das heißt, der macht weiter. Sehr schön. Marco. Sir. Kurzstreckentransporter A. Das Ziel orbitieren und weg damit. Dann fliegen wir in Via dorthin. Autopilot eingeschaltet. So, meine 400.000 muss ich doch eigentlich hierfür was eingekauft bekommen. Oder wie teuer war? War das Ding hier? Bereits 400.000, oder? Guck mal, der war schon da. Der hat schon voll gesammelt. Passt. Erreiche System. Adäquates Entscheidung. Wow. Den hätte ich mir mal speichern sollen. Dem anderen Waffen gegeben? Ich weiß es gar nicht. Die 151. Erreiche System. Stiller Zeuge. Danke. So, der hier braucht noch ein bisschen. Oder eigentlich geht das auch. Und er hier. Können wir uns mal ganz kurz angucken. Thank you.
Okay, irgendwie baut er jetzt ab, auch wenn man es nicht sieht. Schön wäre, wenn man jetzt gleichzeitig noch sehen könnte, wie viel drin ist. Ah, da saugt er ein. Kann man sehen. Cool. Was ich vergessen habe, ist den zu lackieren. Aber ich überlege, ob ich den überhaupt lackieren sollte. Eigentlich ist der ja dunkel genug. Sammelt immer noch. Hauptquartier. Andockerlaubnis erteilt. So, dann wollen wir da rein. Noch sieht das echt bescheuert aus hier Andocken mit diesen Dingen. Abgebrochen. Warum? Andockerlaubnis erteilt. Ach so. Oder wieder noch rein? Da. Nee. Das ist Wärmeschiffe. Da ist 4S-Schiffe. So. Erfolgreich angedockt. Machen wir nochmal zwei Sachen. Stehen da mal kurz drauf. Es ist eine Ehre, Sie an Bord zu haben. Das hoffe ich doch. Dann gehen wir mal, wo gehen wir denn mal hin? Entweder da oder ins persönliche Büro. Nicht, dass der Barone gleich wieder anquatscht. Dann werden wir hier mal die ganzen Sachen, die man beim Händler nicht los wird, die aber illegal sind, schmeißen wir mal hier rein. Wohl eigentlich alles, ne? Ist das nicht alles illegal? Wo sind zum Beispiel die Eier? Die sehe ich gar nicht. Habe ich die versehentlich verkauft gerade eben? Das ist natürlich doof. So, das ist auf jeden Fall das eine. Und dann gehen wir schon wieder zu Marco zurück, glaube ich. Ja. Marco. Sir. Und dann gucken wir uns an, was hier drüben passiert. Der, wo ist das? Da. Ob der jetzt auch wirklich gleich handelt.
Der ist jetzt voll. Dann gäbe es ja hier die Möglichkeit, ne, das ist Eis, da einmal zu verkaufen. Und hier unten zu verkaufen. Aber der verkauft gerade nicht. Warum verkauft er jetzt wieder nicht? Gucken wir nochmal nach. Die ist hier. Ja, Handeln gehört hier eigentlich mit dazu. Das ist natürlich ärgerlich. Da gibt's gerade... Ah, Mann. Doch. Da gibt es gerade 38, da unten gibt es 37, also geht mal dahin. Das ist natürlich lächerlich, ne? 16.000. Wie gesagt, nichts wert. Dennoch stimmt doch irgendwas nicht, wenn der nicht automatisch verkauft. Habe ich die Sperre gegebenenfalls schon reingesetzt? Besinnlich für alles. Handelsregeln. Nur eigene Produkte. Ist jetzt die Frage, ist das auf diesem Schiff drauf? Er soll auch Handel durchführen eigentlich. Das gehört eigentlich mit dazu. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt separat machen musste. Jetzt müsste er eigentlich gleich wieder hierbei auf das gehen. Naja. Schauen wir mal. Aber so ein Einzelner mit 16.000 pro Lieferung ist schon... Ja. Das ist schon wenig. Also ja doch, ich muss ja da in der Map bleiben, weil der müsste jetzt angekommen sein. Dann müsste der mir eigentlich gleich verraten, wie viel er haben möchte. 8.000.
Sir. Absurd teuer. Absurd teuer. Dann lassen wir das erstmal. Eieiei, das ging alles schon mal leichter von der Hand. Okay, gab es hier jetzt was zu sammeln oder nicht? Hat er was bei sich? Der hat immer noch nichts im Inventar. Das ist Inventar, aber das ist echt nicht viel. Da muss ich mir vielleicht doch nochmal einen anderen Platz aussuchen. So, und der Gute hier oben, der will, glaube ich, Antimateriezellen haben, damit der nicht mehr nervt. Genau, 10 Antimateriezellen. Suchen wir mal nach Antimateriezellen. Die gibt es dort für 60. Nein, der kauft die für 60. Aber wer verkauft sie? Theoretisch er hier. Wo war er? Oder hat hier angezeigt, Antimateriezellen. Ne, es ist auch Einkaufs. Ist doch bescheuert. Wer verkauft denn Antimateriezellen? Gibt er mir einen Hinweis? Freund, vergessen Sie nicht zu kommen. Ja. Das könnte die Chance unseres Lebens sein. Tja. Wer verkauft Antimateriezellen? Kaufen alle nur, aber verkaufen nicht. Allerdings sind die alle bereit, mehr zu zahlen als mein Buch. Als mein Kunde. Da, Antimateriezellen. Das ist welche Fabrik? Hä? Da. Antimateriezellenverkauf. Komplex für veredelte Güter. Kann ich das schon auswählen? Nö. Muss ich natürlich erstmal hin.
Was für eine Strecke. Nee, komm. Entferne alle Befehle. Bleib mal angedockt und warte da. Das machen wir dann doch selber. Aber nicht da. Sondern da. Autopilot eingeschaltet. Und dann fliegen wir da mal hin. So, aber den langen Flug erspare ich euch mal eben. So, jetzt sind wir gleich angekommen. Natürlich muss der ganze Weg gleich nochmal wieder zurück. Dafür skippe ich das Ganze gleich wieder. Aber mir ist etwas aufgefallen. Zum Beispiel bei ihm, er hat schon wieder nicht verkauft. Dann habe ich hier den Kaufbefehl oder Verkaufbefehl gegeben. Habe diesmal recht viel bekommen. So wie, weiß ich gar nicht mehr, 46.000 oder so. Aber nicht für die gesamte Ladung. Er hatte mehr, als verkauft werden konnte. Und ich erinnere mich aus meinem anderen Spielstand, dass das auch mal ein Grund ist, warum die dann nicht losfliegen zum Verkaufen, weil sie immer die gesamte Menge verkaufen wollen, die sie im Lager haben. Über diesen Befehl. Dann habe ich den Rest nach hier unten fliegen lassen, weil wir haben hier auch noch eine Autopilot ausgeschaltet. Der denn jetzt hin? Einmal entferne Befehle. Also der hat. Okay, nee, das war doch richtig. Sorry. Genau, ich hätte hier noch den Rest verkaufen können. Was nochmal knapp 33.000 bringt. Also die Ladung insgesamt 70, fast 80.000. Ich dachte gerade, der will jetzt hier lang fliegen. Das war ja Quatsch. So, der wird jetzt erstmal wieder hier sammeln und dann wird er quasi wieder an diese beiden Stationen verkaufen oder zumindest an die eine. Wir haben aber irgendwo den Alarm bekommen, dass ein Xenon-Großkampfschiff gesichtet wurde. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, wo das sein könnte. Na gut. Genau, zum einen habe ich das bemerkt hier oben. Und habe ihn, wie gesagt, manuell losgeschickt, ordentlich Geld zu verdienen. Und wir haben noch mehr Geld verdient, indem ich ja den hier unten, der hier die ganze Zeit auf unser Lager wartet, den habe ich einfach mal hier oben verkaufen lassen. Ein Erz, hier. Und da ich hier schon eine Ressourcensonde habe, und wir auch direkt dort vor Ort und Stelle eine Eisraffinerie haben, habe ich gedacht, ich werde jetzt hier auch den Befehl geben, so hier ein bisschen Eis schürfen und das hier verkaufen und habe ihn quasi aus der Befehlskette der Station erstmal wieder rausgenommen. Genau, und das andere hier ist natürlich korrekt. Okay, wir wollen da ja einmal ganz kurz landen. Daten auf Drohne entdeckt. So. Pause. Xenon-Kampfschiff entdeckt. Zweiter Kontakt Unruheherd. Das ist hier.
Hier gibt es wieder ein Xenon Großkampfschiff. Wo auch immer. Wahrscheinlich nur. Ach, da. Das ist diesmal ein K. Kurzstreckentransporter D. Ja, den wollte ich noch kurz machen. Und eigentlich wollte ich schon lange Geld verdienen. Aber dafür habe ich den Anfang tatsächlich ein bisschen, ja, falsch gemacht und mich falsch angegangen. So. Erfolgreich angedockt. Dann handeln wir uns mal diese 10 hiervon. Wir sind erfreut, Sie an Bord zu begrüßen. Aber jetzt brauche ich davon tatsächlich nichts. Danke für Ihre Hilfe. Und dann fliegen wir zum Käufer. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Jetzt fliegen wir noch kurz zum Terraner hoch und dann... Ja. Mal gucken. Das eine Schiff hat ja gerade schon ein bisschen was abgeliefert. Automatisch wohlgemerkt diesmal. Das hat hier automatisch verkauft. Und zwar hier unten. Dort. Mal, wie es da weitergeht. Der hat noch nichts verkauft. Was Autopilot ausgeschaltet. Da jetzt das Eis einmal kaufen wollen würde. Der hat nur Platz für 89. Der ist natürlich nicht so viel, ne? Gut, da warten wir dann einfach mal. Oder kauft hier irgendjemand anderes? Der hier kauft Eis ein. Was bedeutet das? Das ist auch so ein Zeichen. Sehr, sehr weit weg. Aber der würde schon mal fast alles abnehmen. Aber Eis. Eis ist ja absolut nichts wert, aber egal, jeder Credit zählt nachher. Dann fliegt er ja automatisch zurück. Bei dem hier. Okay, der ist immer noch leer. Dann docken wir jetzt mal an. Forschung. Machen wir das Ding hier jetzt mal fertig. Erfolgreich angedockt. Und ja, ist ein Verlustgeschäft, aber was soll ich machen? Würde nur anders gehen, wenn ich sie selber produziert hätte. Vielen Dank für Ihre weitere Unterstützung.
Wir brauchen Ihre Hilfe, um diese Antimaterie sinnvoll zu nutzen. Wir benötigen Schiffe an den angegebenen Orten, um einen synchronisierten Langstreckenscan zu starten. Wir werden Leute verpflichten, aber wenn Sie Freunde haben, die sich uns anschließen könnten, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, Sie zu bitten. Ha. Na, warum nicht? Navigationsbarke. Eine Stelle kann ich selber, nicht für die anderen Stellen habe ich die da. Warum nicht? Aber ich denke, das machen wir beim nächsten Mal. Na, mit Blick auf die Uhr sind wir schon wieder bei über 2 Stunden. Das war eigentlich nicht geplant. Aber die Zeit geht zumindest für denjenigen, der sich hier drum kümmert, spielt unglaublich schnell rum. Wenn man so viel zu tun hat und zu bedenken hat. Genau, von daher würde ich sagen, mache ich hier einen Cut und wir machen den Plot dann beim nächsten Mal weiter, weil es gerade so schön einfach ist. Ne? Ich habe 3 Schiffe im System. Und bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.